Hi, wieder mal zur Arena. Seit Grand Tournament ist das jetzt erst meine zweite Arena, weil ich eigentlich gern mehr Grand Tournament Packs hätte. Und in der Arena ist es jetzt so, dass man einen Random Booster kriegt. Bisschen schade für mich, aber gut. Machen wir mal wieder Arena. Ich werde einen Rexxar nehmen. Ist zwar sicher nicht so leicht wie mit dem Mage, aber schauen wir mal, was wir kriegen. Wird sich. Kesan Mystik finde ich recht cool eigentlich. Bot gegen Paladin und Mage, die man recht viel sehen wird. Kultmaster ist nicht so schlecht, aber ich bin ein Fan vom Tundra Reno. Was dem ist der Beast. Da werde ich den Timberwolf nehmen. Kann man zumindest vielleicht hin und wieder was buffen. Boneguard Lieutenant finde ich recht gut. Morgen Infiltrator ist okay. Hunter's Markt wäre auch gut. Das Blöde ist beim Boneguard Lieutenant, die Hunter-Fähigkeit macht unter Anführungszeichen nur Schaden auf den Gegner. Während ich mit dem Mage natürlich auch Viecher wegpingen kann oder mit Paladin 1-1 produzieren kann, was immer gut ist, geht mit dem Hunter eben nur zwei Schaden auf den Hero. Das heißt, Inspire ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt so toll über anderen Klassen, aber. Ich finde ihn generell recht gut. Ich werde mal über das Hunter's Mark gehen. Das sind auch interessant. Der Evil Heckler ist nicht so schlecht für 4 Mana. Webspin ist natürlich auch interessant und Direwolf Alpha A. Ich nehme mal einen Direwolf Alpha. Nehmen wir einen Houndmaster. Da werde ich Explosive Trap nehmen. Der Captured Jormungar ist ganz gut, mit 9 Hitpoints hat er recht viel aus. Ein Teak-Healbot oder Fancreeper, ich werde mal einen Fancreeper nehmen. Foe Reaper oder Isera, ich nehme die Isera. Steamweedle Sniper ist mal lieber wie die Snake Trap oder Lock and Load. Bear Trap finde ich recht gut. Argent Horse Rider ist, finde ich, auch ganz gut. Jungle Panther wäre Beast. Und Spellbreaker ist auch interessant. Hier würde Argent Horse Rider ganz gut passen. Also der 2-Schadenschuss mit einem 2-1er nach. Ich werde den Spellbreaker nehmen. Silence schadet auf keinen Fall. Dark Iron Dwarf oder Silverhand Regent? Ich finde den Silverhand Regent recht cool, Dark Iron Dwarf, aber die Sache ist, ich brauche einen 3er Drop. Wobei ein Silverhand Regent spiele ich jetzt nicht unbedingt so gerne in Runde 3, sondern erst in Runde 5. In dem Fall werde ich trotzdem Silverhand Regent spielen. Und ich werde nein Runde 3 spielen, falls ich sonst nichts habe. Weil bis jetzt habe ich noch nicht so viel tolle Möglichkeiten. Archmage, Raven Hunter, Elven Archer. Raven Hunter oder Archmage? Raven Hunter. Ich nehme den Raven Hunter. Mir ist das wichtiger. Quickshot, Earthring Fazio, Ogre Brute. Das sind auch sehr gute Karten, aber nehmen wir Quickshot. Ein Deadly Shot, Spectral Knight, Acidic Swamp Ooze. Mittlerweile habe ich schon einige Beasts und die anderen beiden sagen mir überhaupt nichts, so nehme ich lieber den Stable Master, den ich eigentlich nicht so toll finde. Burly Rock Jot Rock oder Argent Squire, dann nehmen wir einen Rock Jot Rock.
Grokilisk. Reckless Rocketeer oder War Golem? Ich nehme den Reckless Rocketeer. Armani oder Argent Horse Rider? Armani finde ich generell besser. Houndmaster oder Silverhand Hand Knight? Ich nehme den Houndmaster, ich habe schon einige Beasts. Spider Tank ist gut. Haunted Creeper. So. Webspinner Glaivesucker oder Raging Worgen, dann nehme ich mehr Glaivesucker. Ich habe nur wenig Removal. So, wie viele Beasts habe ich jetzt wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehmen wir noch Glaivesucker. Spells haben wir 1, 2, 3, 4. Na, ein Cold Light Orange. Dann können wir zur Not noch ein bisschen Karten ziehen. Okay. Das ist ein interessantes Deck. Wir haben ein bisschen Late Game. Nicht so viel Removal. Aber es könnte gut hinhauen. Versus Uther. I will fight with honor. Let the hunt begin. Was bei der Tank behalten wir mal noch? Oh, ist okay. Timberwolf werde ich aber noch nicht legen. Wobei, könnten wir schützen mit der Glaivesucker. Aber machen wir das so. Schauen wir mal, ob er Coin verwendet für ein Reinforced. Nein, verwendet er nicht. Dann lege ich an Armani Berserker. Der wird zwar jetzt nicht gebufft, aber ist ein bisschen abschreckend dafür, Minions von ihm. Abgesehen davon habe ich immer nur die Glaivesucker da. Ich hab's mir fast gedacht. Kann er es zwar abräumen, aber dann kriegt er trotzdem viel Schaden ab. Mount up! No. Deadshot wird ihm auf jeden Fall noch aufquetten. Weil ich nicht so viel Removal hab. Ich kriege nur einen Houndmaster, bevor ich keine Beasts mehr habe. Mittlerweile ist es doch schon mal drittes, ich glaube von 7. Ich habe nur zwei Houndmaster und einen Stable Master. Oder so. It's getting hot in here!
Charging for duty. Karten habe ich nicht mehr in der Hand. Aber zumindest der Ysera, die ist schon stark. Vor allem gegen einen Paladin. 12 Hitpoints sind schon unangenehm für einen Paladin. Fast die Silent. Consecration ist nicht so attraktiv für ihn, weil einen Fang Creeper kriegt er dadurch auch noch nicht down. Und die Spinnen sind auch noch am Leben. You love my new recipe. I wield the power. So, mein letztes Removal raushauen. Machen wir das. Machen wir ein bisschen Druck. Beim nächsten Runde kommt eine neue Ysera. Er hat keinen Drachen in der Hand. Ist schon mal gut zu wissen bei 8 Mannern und so viele Karten in der Hand. I wonder. Ich hoffe, er hat einige Secrets in der Hand, die jetzt einfach nicht spüren. Rock hab. I dream and the world. Ich werde jetzt mal getrost ignorieren, wenn ins Gesicht an. Das schaut schon sehr gut aus. Selbst mit einer Quality Consecration jetzt, da ist es schon gar nicht mehr so leicht für ihn. Okay. Let the pain speak to me. I shall bring you. Versus Uther. I will fight with honor. Let the hunt begin. Stable Master und Hound Master. Ah, das probieren wir doch mal. So optimal ist es nicht. Ich hoffe, der River Crocodile überlebt. Ich
Wanda River Crocolis überlebt, dann kann es sein, dass der noch eine ziemlich steile Karriere hat. Freut mich schon, wenn er nicht irgendwie was vorliegt. Shieldbot. Ein Knife Chuckler wäre schön. Na gut. Aber ist mir jetzt egal, wann das Immun eigentlich ziemlich verschwendet ist. Ich möchte viel lieber den 4-2er draußen haben, als wie nichts zu machen. Greetings, Traveler. Da noch was? Sniper ist auch interessant. Oh, who is a good one? Er wird mein B2er umhauen. Nein! Den wollte ich doch buffen. Du. Das Team Middle Sniper hätte ich gern noch am Leben. Den würde er sonst umhauen. Das ist so. Mann, das wäre so schön gewesen, wenn er mein River Crocolis am Leben gelassen. Jetzt ist ein 4-5er Taunt und 4-3er. Pay attention, Class! Und jetzt? Okay. Jetzt trotzdem weggesniped. Target acquired. Play dead! So, den hätte ich jetzt gerne ein bisschen am Leben erhalten. Die Frage ist, ob ich das schaffe. Wenn ihr ein billiges Beast zieht, kann ich dem Taunt geben. Ich hätte nur einen Deadly Shot. Das ist ein gutes Target für einen Deadly Shot. Ich glaube, ein Silver and Regent liegt nur dazu. So. Die haben ja beide 3 Hitpoints, das heißt, a Consecration Überlebens. Ab jetzt kann ich umballern und krieg dabei einen Silver Hand Recruits. Das ist die beste Hero-Fähigkeit überhaupt. What you looking at? Ah, das gefällt mir nicht so gut. Reporting for duty. In my sight. Purged. Oh, ein bisschen Druck. Ja,
Er hätte auf ihm schießen können. Wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Fällt mir gerade auf. Ja, das wäre gescheiter gewesen. Nachdem ich nur einen Reckless Rocketeer da habe und einen Houndmaster, kann ich schon einiges an Schaden machen. Oder nicht. Blessing of Wisdom auf dem. Es ist interessant, könnte mich sein, dass er dadurch lang am Leben lässt. Und mir meine Beasts Taunt gibt. Ich kann jetzt 7 Schaden aus der Hand machen, plus 11, die da liegen. Reicht. Nimm deine Karte. Zweiter Paladin. God served. Let the hunt begin. Das gehört uns mal. Explosive Trap hätte ich dir weggeben sollen. Eigentlich habe ich jede Menge Zweier Drops. Sollte schauen, dass ich die auch wirklich kriege. Und mit der Coin geht's eh. Portal open. Hock mal den gleich um. Ich glaub, den hock mal gleich um. Dass du was für 4 Mana kommt. Ich hätte ihn auch anhacken können und Explosive Trap legen. Das wäre auch okay gewesen. Jetzt aber. Your magic shall not save me.
auf den hier. Ich hätte es auf den Haunted Creeper legen können, aber der Haunted Creeper hat nur 4 Hitpoints gehabt. Das heißt, er kann mit den beiden den Haunted Creeper traden und mit ihm den 3-2er. I enjoy raiding. Hab Spaß beim Raiden. Bitte den linken. No. Er hat leider noch ziemlich viele Handkarten, 8 Stück. Überlegt, ob ich einen Scherz machen soll. Ach, wie schön wäre es, wenn der Immun kriegt. Und naja, ich habe gehofft, ich verschreie es nicht, aber es denkt mir recht auch schon dran. Der bringt mir jetzt natürlich nicht viel. I wonder. Machen wir es halt trotzdem. Bestes Board ever. Vielleicht haben wir noch irgendwie einen Blood Imp ab. Er schaut gerade nicht so gut aus. Er hat sehr viel mehr Karten. Hello, hello, hello. For the King! Genug Schaden, die wir mal jetzt unter Reno leider zu killen. Aber ich glaube, ich muss alles probieren da jetzt. Die Explosive Trap bringt ihm nur 2 Hitpoints runter. Er ist dann schon auf 13. Aber ich weiß nicht, ob er das durchbringt bis bevor ich stirb. Also er hat so viele Handkarten. Are you ready for this? Na, auch noch auf den. Vielleicht dürfen wir das was. Go, Oracle. Er hat schon ziemlich viel Schaden liegen. Also 10 Schaden, 11 Schaden liegen schon. Also ich glaube, der Warlock hat mich. So many possibilities. Wir jetzt nicht alles reintraden, oder? North Sea Kraken, okay.
Na, okay. Hätte mich gerade killen können. Ja, hätte mich gerade killen können. Hat aber nicht gemacht. Bin ich gespannt, ob sie das nur ausgeht, weil er gerade Liefel übersehen hat. Get behind me. Wahrscheinlich nicht. Wobei. Er muss jetzt quasi nur mal traden, weil sonst was er tut. Nur irgendwas, was ihm heilt oder nur einen weiteren Taunt. Gut, das ist halt die Verlust. Eigentlich. Also zum einen hätte er mich schon killen können, zum anderen hätte er jetzt nur eine Chance gehabt zu überleben. Ja. Aber wollte nicht. Versus Malfurion. I must protect the wild. Let the hunt begin. Steam Wheel Sniper. So, das merke ich, wie die Explosive Trap mal weg. Mein Steam Wheel Sniper ist schon gut, aber ich würde ihn auch lieber erst so ab Runde 4 spielen. Aber für Runde 4 ist das sehr klasse. Ich hätte gerne einen Zwarer Drop. I can fix anything. Ich schmeiß sogar den dazwischen. Ich hätte natürlich einfach meine Hero-Fähigkeit einsetzen können, weil ich möchte, dass er seinen Minion wegtradet. Bathe in flames. Interessant für mich. Ich hätte den angreifen können und wegschießen mit dem Steam Wheel Sniper. Dann hätte er aber nur einen 2-3er gehabt. Und eine Hero-Fähigkeit. Du kommst schon noch. Ich freue mich schon auf dich. The light protects me. Okay. Behind me! Okay. Okay. Das hat mich jetzt überrascht. Na gut. Ich möchte allerdings trotzdem ein bisschen abräumen. Das lege ich sogar schon dazu. Weil ich bin jetzt in einer sehr guten Position. Also wenn er da jetzt nicht den Steam Wheel Sniper abräumen kann. Okay. Vor allem jetzt bin ich wieder in awesome. Awesome Hero Power. Gut.
schon wahrscheinlich was Fettes für 7 Mana. Ist okay für mich. Dann werde ich auch kommen. Und da die Hammer da rein. Mir ist lieber die 3 haben ein bisschen mehr Hitpoints, sonst ist ein Swipe gefährlicher. Shall we put a kink in your... No! Wie soll man da gescheit snipen? Ich werde es aber glaube ich trotzdem nochmal machen. Für 7! Ich glaube es ist es wert, weil ich krieg so viel dafür. So, seine Minions sind gerade höllisch teuer. Aber ihr könnt nächste Runde den auch wieder wechseln. Also sollte mit dem jetzt den Fan Creeper killen, dann kann ich wieder den wechseln. Okay. Greetings from beyond the grave. To battle! Reporting for duty. Das schaut gut aus. Ich hoffe, er hat jetzt keine Equality gekriegt und hat ein Swipe bekommen. Auf Siegfried. Ja, gefährlicher wie der hier. Na gut. Okay, 4-0. Schaut soweit nicht schlecht aus. Rexxar versus Uther. I will fight with honor. Let the hunt begin. Lass sie die X-Wampus aufbehalten. Ja, behalten wir uns denn mal auf. Paladin. Kommt entweder Mastering for Battle oder True Sealer Champion. Well met. Secret. Dann lege ich schon mal vor, um Minions abzuräumen, die jetzt noch kommen, um vielleicht Avenge möglichst lang noch rauszuzögern. Reporting for duty. Der Wolf war jetzt sehr aggressiv von mir gespielt. Also Absicht. Ich möchte schauen, dass ich was an Bord habe. Um die Board Control zu halten. Ich habe nicht so viel Remove. Ha! Haha! Den Deadly Schatten. Wer weiß, was sonst noch kommt, aber machen wir ein bisschen Tempo da. Wir haben doch schon relativ low. Quickshot habe ich auch noch da.
Let me think. Reporting for duty. Machen wir so. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen 3-3er-Bären. Den kann ich dann nur pumpen. Frage ist, ob er es überlebt. Schön wär's. It's getting hot in here! So, soll ich es jetzt riskant machen? Ich frage, ob er einen Heal hat. Reporting for duty. Ich glaube, ich leg den ja am Ungarn. Geht sie gerade noch nicht aus. Ich könnte jetzt 2, 5, 6, 8, 11 Schaden machen. Das geht sie eben gerade nicht aus. Ich leg den Junker. Bin jetzt gespannt, ob er ein Taunt oder Heal hat. Oder was, um den Jormungar zu killen. Ich hoffe, ich red's richtig. Jormungar, ja. Also ich sprich's richtig aus. Nachdem jetzt Jormungar so oft gesagt hat. Na, mein guter Jormungar. Aber der Jormungar wird nochmal gebufft. Habe ich schon mal erwähnt, dass das ein Jormungar ist. So. 3, 6, 8 Schaden. Das geht sich auch gerade noch nicht aus. Aber das ist schon in Ordnung. Klar. Jetzt geht es vielleicht aus, oder? Ich hätte das vorher spielen sollen. Das wäre es eh wieder gerade nicht ausgegangen. Das sollte sie doch jetzt ausgehen, oder? Ich habe nur eine Waffe für 2, ich habe meine Hero-Fähigkeit für 2, ich habe einen Quickshot für 3, ich habe sogar einen Silence gegen einen Taunter. Also, das sollte doch gut ausschauen. Ich habe selbst einen 11 Hitpoints Taunter, der im Weg steht. Kann natürlich sein, dass er den jetzt alle +2/+2 gibt, den ganzen Silverhand Recruits. Selbst dann wird's besser. Yeah, Jormungar. The victory is yours. So schaut's aus. Versus Uther. I will fight with honor. Let the hunt begin. Gleich super, wir hören uns mal. Da ist der nächste Paladin. Wer hätte das gedacht? Vielleicht weil Inspire und Paladin nicht gut zusammenpassen. Trifft auch auf Mages zu. Also. Hat's eigentlich, also die Erweiterung hat eigentlich die Paladine und Mages in der Arena noch weiter gebufft. Ja,
jetzt gar so begeistert davon. I wonder. I hunt alone. Jetzt sitzt ein Race. Ich hätte jetzt einfach nur auf einem schießen können. Dann hätte er aber nichts gehabt. Wenn er jetzt nur was nachlegt und die nächste Runde den Razor für den Hunter legt, komme ich auch nicht wirklich vorwärts. Deswegen will ich jetzt schon mal eine Waffe legen, mit dem ich zumindest irgendwas abräumen kann. Also möchte nicht zu weit ins Hintertreffen geraten. Ich habe wenig Flächenschaden, ich habe nur, glaube ich, eine Explosive Trap und das war's. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung so. Let the pain speak to me. Ich befürchte, er zieht jetzt ein bisschen Karten. Target acquired. Haben wir Glück und treffen den rechts, bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Auf. Könnten wir möglicherweise noch rauchen. Er hat halt viele Karten auf der Hand. Und einen fetten Ogre. Könnte man den nochmal auf die Hand zurück rewinden. Frogzor! In my sights! Schauen wir, wann er mehr heilt. Also, über den freue ich mich gerade. Well met. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen tricken können. Achtung, there's a freezing trap. Das wäre zu schön, wenn er jetzt immer Freezing Trap rumspielen wird. Das wäre wirklich schön. Hätte sonst da dann zwar Dreier legen können, am Ani Berserk oder River Crocolis, wäre beides in Ordnung gewesen. Also ich denke, die Falle ist auf jeden Fall schwächer wie einer von den beiden. Aber wenn er jetzt tatsächlich rumspürt um a Freezing Grab, dann ist es sehr viel wert für mich. For a little while, I pack a big punch. Right on time. I must move quickly. Traust die nie. Na, traut sie. Na dann. Schade. Räumen wir sehr teuer ab. Tun wir das.
time for a little. Let me think. Ich kann nur einige Karten ziehen mit Cold Light Oracle, wenn ich wirklich will. Ich könnte sogar wirklich machen und ziehe da eine, zerstöre ich mal Karten. Ich glaube, das machen wir jetzt da. Weil die Karten, die ich in der Hand habe, sind jetzt nicht unbedingt die tollsten. Zwei Houndmaster kann man nur einiges machen. Das wird jetzt sehr interessant. Man, ich habe jetzt nicht mehr viel Leben. Ja, dann 7-7. Es kann sein, dass er mir ins Gesicht hackt, aber dann kriege ich einen Bär. Jede Menge Fettis. Ich glaube, ich muss das jetzt in zwei Runden beenden. Na, wie machen wir das? Lege ich noch einen? Ich glaube, ich lege noch einen. Ah, das ist ein Fehler gerade gewesen. Das war ein großer Fehler. Wenn er mal jetzt die Spinne killt, dann habe ich alles board. Und es spawnt mein 3-3er-Taunt dann nicht, falls er mich dann noch angreifen wird. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. I wonder. Es kommt sogar, wenn ich nichts machen kann. Schade. Na, 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 das war mein Fehler. Das war gerade einfach blöd. Schade. Einen von meinen Minions hätte uns erdeppern sollen, an einem von seinen Viecher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sonst gewonnen hätte. Also, wenn, ne gut, nicht ziemlich sicher. Also, wenn er einen Heal gehabt hätte, dann wäre es schon sehr gefährlich worden. Aber es hat echt gut ausgeschaut für mich, bis zu dem Zeitpunkt, wo eben so ein Fehler gemacht hat. Bear Trap oder Hound Creeper. Die Bear Trap wäre es uns jetzt gleich geprockt. Another night on the prowl. Bear.
sein, dass der Tiger jetzt, also dass der Bär jetzt auch gleich stirbt. The light protects me. Okay, er glaubt, da ist ein Explosive Trap. Das ist interessant. Lass mal noch ein bisschen rum traden. Take a walk on the wild side. Leider gerade nicht wirklich gute Karten zum Nachlegen. Ich hoffe, er glaubt, das ist jetzt irgendwie Explosive Trap. Freezing Trap. Wobei, was wir da machen, wenn es ein Freezing Trap wäre, dann würde er wahrscheinlich erst recht mit dem Panther angreifen. Ist mein Bär gar nicht. Sehr cool. Where shall I strike? Ich mache das am besten. Er hat nur mal 3 Handkarten. Ich probiere es mit Glück. Glück kommt. Target. Schauen wir mal. Es war jetzt ein bisschen riskant, aber ja. Dass der es überlebt. One shot, one. No. Das ist mies. Mies. Aber jetzt nicht mehr so viel Handkarten. Besser aus. Der Silverhand Regent ist auch klasse im Top Deck Mode. One day I'll be a real knight. Der ist dafür wieder ein bisschen uncool gerade.
beiden killt er mal jetzt doch nicht. So. Schauen wir mal, was er jetzt noch hat. Also er hat ein Spare Part plus irgendwas anderes. The light does not descend. Der wird leider immer fetter, deswegen muss ich den zuerst aufräumen, ne? Das wird jetzt. Sign up today! Oh boy. Das schaut schlecht ready, aus. Sir. Das schaut sehr schlecht aus. Ich ärgert's gerade nur mal erst recht, dass ich vorher so einen Blödsinn zusammengeschaut habe. Ich kann's eigentlich nur noch versuchen, so rum. Ich glaube, ich habe nur meinen 5-2er Charge im Deck. Ich glaube, in dem Deck habe ich es noch nicht gebraucht. Also in dem Spiel habe ich noch nicht gebraucht. Ready, Sir. Aber selbst dann geht es nicht aus. Versus a mage. You asked for it. Let the hunt begin. Stable Master gebe ich mal weg. Rest behalten wir mal. Mhm. Schauen wir mal, ob er mit irgendwas loslegt. Hört man uns denn mal auf für Handmasters? Oder falls wir einen Schaden mit irgendwas brauchen? Jetzt kommt erst einmal ein Spider-Tank. Die anderen Optionen gefallen mir auch nicht wirklich.
mach's so. Jetzt kann er einen von den beiden mit einem Ping killen. Also mit einer Hero-Fähigkeit. Den anderen kann ich Hound meistern. Ich habe auf jeden Fall nur was da. Außer er spürt nur Removal. I am not a morning person. So. Den kann er jetzt abräumen. Soll er ruhig. The Frost Wolf stands ready. Ja. Nicht schön. Aber den kriege ich auch noch weg. Ich hätte gerne nur einen 2er Drop zum Spülen. Oder einen 3er Drop. Das gefällt mir sogar noch besser. Your magic shall not save you. Engaging TC-130 Mental Dislocator. Ich glaube jetzt erst okay. Die, Mage. So, Vaporize. Na gut. Hätte man eigentlich fast denken können, nachdem es kein Counter-Spell war, kein Duplicate und kein sonst was. War jetzt ein bisschen ein Fail. It's time for a little blood. It's getting hot in here. Das ist okay, das stört mich überhaupt nicht. Ja, dann vom Welpen besser wie der Magma Ranger, aber nicht gute Welpen. Ich bin da trotzdem jetzt vorsichtig wegen Flame Strikes. Wenn er zuerst einen Magma Rager spielt, dann hat er da wahrscheinlich einen Flamestrike in der Hand. Knowledge is power, and I know a lot. Okay. Ein Flamestrike? Ich glaub nicht. Nachdem er Flame Lance gespielt hat. Nachdem er das jetzt gemacht hat. Oder nix. Fireball. So. Top Deck Mode. Der hat jetzt Spell Damage. Das ist allerdings sehr gut.
Der ist wirklich super gerade. Frage ist, hat er jetzt einen Flamestrike gezogen? Und nicht, möchte die nächste Runde gerne killen. Autsch. Okay. Der nur irgendein Removal hat, dann geht's es aus. Play dead! Be purged! Reporting for duty! Also wenn er halt einen irgendeinen Schuss hat, weil der hat jetzt schon 3 Spell Damage oder sowas. I am ready to learn. Mach mal vorsichtshalber mal so. Es ändert nichts, selbst wenn wenn ein Fireball hat, dann geht es auch ohne den Anschaden aus. Das war sehr knapp. Kleves Zucker behalten wir. Rest gemein. Der nächste Paladin. Es ist übrigens anscheinend so, dass die neuen Karten eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in den Arena-Picks drinnen zu sein. Für die Leute, die das nicht gewusst haben. Weil sonst würden wir von den neuen Karten nicht für sie. Hätte die gleich sogar liegen sollen. Ist zu schnell abgedrückt da. I am not a morning person. Don't mess with Tusk. Well, mit Glaivesucker hätte den jetzt eigentlich killen können. Wäre vielleicht gescheiter gewesen. Schauen wir mal. Well met. Justice demands retribution.
justice demands retribution. Na, ja, schauen wir mal, was für Retribution da jetzt kommt. Mind if I roll need? Wir müssen Karten ziehen. Leider ja. So, Mega Secret. Damit wir das hinter uns haben. Erst 9 Karten, das sind wirklich viel. Okay. Offensichtlich spielt er viel kleine Minions. Viel kleine Minions. Reporting for duty. Dafür, dass er so viele kleine Minions spielt, hat er mal nur recht wenig Druck gemacht. War das gerade das Beste, was er gehabt hat für 5 Mana? Let me think. Explosive Trap wäre immer schöner und schöner. You're in trouble now! I'm in trouble. Consecration wäre ungut. Was leider gerade leider ein bisschen spät checkt und er hat auch viel Handkarten. Es kann gut sein, dass da jetzt eine Consecration kommt. Oder nicht? Und da schaut drauf, targeted. Okay. Damit bin ich zufrieden. Zwischendurch kriegt man mal ein bisschen Schaden auf ihn, das ist auch nicht schlecht. So, und jetzt habe ich ein Board, mit dem ich erst einmal zurechtkommen muss. Ich habe immer noch Isarin. Ich meine, so schlecht. Schauen wir mal, was Justice dazu sagt. Ich warte immer nur auf der Secret. Und auf der Waffen wart ja. Let me think. Irgendwas sagt mir, dass Justice Retribution haben wird. Not on my watch. Das ist interessant. Hat mir jetzt nicht die Serie gekillt. I shall bring you rest.
dann killt er mal halt nicht die Misere. Ist auch recht für mich. Justice demands retribution. Ja, ja. Wir haben das schon verstanden. Justice demands retribution. Ich hab so das Gefühl, jemand ist leicht verärgert. Ach, soll er doch. So, 10, 14, 16, das ging jetzt sich gerade nicht aus. I shall bring you rest. The light does not discriminate. Ich mach das jetzt da so. Ich kann da ziemlich viel Schaden machen. Also wenn einer von den beiden überlebt und der kann Taunt oder Heal legt, dann geht es aus. Ja, Justice demands snowballs. No. Komm, geh auf mich. Ah, schade. Der hat ziemlich viel Buffs, habe ich schon festgestellt. Is there trouble? Machen wir es ja so. Charger ist mit 3 Damage, dann war's das. Weil ich hab einen Charger. 10 Damage. Nope. No retribution for you today. Aber es war ein angenehmes Gefühl, diesen 8-8 Divine Shield Azure Drake zu Deadly Shotten. Vor allem nachdem er meine Misere nicht gekillt hat. Rexha versus Malfurion! I must protect the wild. Let the hunt begin! So, das Tundarino brauchen wir noch nicht. Bone Guard Lieutenant und Spider Tank ist schon mal ganz cool. Your magic shall not save you.
Silence mal den oder jemanden wir ignorieren. Fein, I'll heal. Fein, I'll heal. So die gute Anspielung an die Priests, die eigentlich lieber Shadow Priests wären und die dann doch irgendwie beim WoW dann heilen sollen. Den hier. Ja, den hier. Bin aber gespannt. Also es sind beides, finde ich, ziemlich schlechte Karten. Target acquired. Greife mit dem hier an und nicht mit dem, weil ich gerne hätte, dass der nur 3 Hitpoints hat, weil er taunt hat. Der vor allem selbst demoliert. Ja, das war nichts. Aber gut. Steam Weedle Sniper liegt. Enjoy raiding! Der wird gesilenced. Your magic shall not save me. Was wird denn jetzt gleich killen? Ja, damit klar. Bevor da nur was Unangenehmes kommt. Danke. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Futter, damit wir dann die nächsten großen Fetti wegtraden können. Jetzt wird eh schon knapp für seine Hitpoints. Behold the might of Stormwind. Okay. Aber er ist jetzt schon ziemlich low. Eine Bear Trap habe ich, Alter. Schaut gut aus. Ja, das Team Wheel Sniper hat sich gerade ziemlich bezahlt gemacht. Der Charge. Oh! Ysera ist in the house. Something needs tinkering? Ist so mich? Ah, ist ein Biest. Hat einfach nur bloß eins wegen dem Stormwind Champion. Ich glaub, das war's. Dog, you got... Time waits for no one.
man jetzt nur einen 1-2er Taunt kriegt, das wäre hinterhältig. So, 8-2. Ist doch eine längere Runde geworden, als ich erwartet habe. Weil wir jetzt, ich glaube jetzt auch die Gegner nicht unbedingt die stärksten Decks gehabt haben, soweit. Let the hunt begin. Das ist gut. Hey, wer hätte das gedacht? Ein Paladin. Das war gerade ein Fehler von mir. Nicht checkt, ich hätte natürlich einfach mit dem 1-2er das Schild runternehmen sollen und dann erst den Glaive Sucker spielen können. Dann hätte ich jetzt genauso getradet wie vorher. Ja, ich hätte sonst 2-1 und ein 1-1er. Aber ich hätte sowieso an Damage schlecht getradet von daher. Steamwheel Sniper ist jetzt interessant. Der muss weg. Der ist sehr gefährlich. Schade. Target acquired. Schade um den Bungry Guard. Aber ich finde den Murloc Knight ziemlich gut, weil es gibt eigentlich einige Murlocs, die ganz gut sind. Weil der 2-1er Charge ist auch schon ganz gut. Ich glaube, den möchte ich noch abräumen. Ist es das wert? Ja, es ist das wert. Der ist wirklich gut. Er hat schon wieder so viel Handkarten, das gefällt mir nicht. Reporting for duty. Nice sights. Schauen wir mal, was passiert. Ein Schaden auf mich kommt. Death does not scare me. Haben wir mal kräftig aufs Maul, glaube ich. Also ich mir.
weil sonst bin ich glaube ich sowieso hin. Come on, give me something. So. Kann er mich jetzt killen? Consecration, Crucible of Champion, irgendwas. Wobei, ich überlebe es wahrscheinlich, weil ich noch einen 3-3er Bär habe. Hätte es andersrum spielen sollen. Ready to ride. The no. Job done. Oh, wollen wir das nur überleben? Ein Doombringer! Gut, ich kann ihn abräumen. Ja, was machst du? Did someone say nein! 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 Wieso? Mad Bomber hat 8 Targets! Ja, 10 Targets! So, warte mal, wie waren es? 4, 7, 9 Targets. Er hat 9 Targets und er trifft mir einmal zweimal nie. Mitten ins Gesicht. Aber es war eine coole Arena. War lustig. Kann man nichts sagen. So, schauen wir mal, was wir kriegen. Twilight Guardian. Sehr schön, den mag ich sogar. Gut. 36. Booster. Eine Legendary. Gut. Okay. Dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao und bis zum nächsten Mal.